Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heutiger Deck Pro nochmal Electric Games gegen Mandaman, der uns zufällig vors Rohr gerannt ist. Und deswegen, dass er auch nicht dabei ist. Vielleicht kennen ja noch ein paar vom Turnier. Ein Yangtze-Deck. Das sich mehr oder weniger in unserem orientiert. Er hat Diamond Dude weggeschmissen. Ist das ein Abgrundhelden-Deck? Wird alles. Auf jeden Fall kein sehr typisches Deck. Das können wir so absegnen, würde ich mal sagen. Und ich sehe gerade auch nicht arg viele Unterschiede zu unserem. Eigentlich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Es sind schon zwei welche Karten drin. Anders. Schon ein paar Unterschiede drin. Also ich könnte gleich den. Ich könnte jetzt schon den Überbeals rufen. Frage ist, riskieren wir, was da verdeckt was liegt? Eigentlich ungern. Ich würde eigentlich gern erstmal so ein bisschen vor mich hin chillen. Okay. Oder das halt. Ja, komm, ruf den Überbeals. Also doch. Voll der Geiz. Da liegt auf jeden Fall was. Haken ist, ich werde danach, glaube ich, eine Farbe zu wenig. Ne, zwei Farben zu wenig sogar im Friedhof haben, aber geht jetzt nicht anders. Oh. Wichser! Zum Glück habe ich einen Plan B. Also nicht für diesen Zug, aber ich habe einen. Heißt reißender Tribut. Ja, dann würde ich sagen, chillen wir jetzt doch erstmal vor uns hin und drehen das Ding mal in Verteidigungsposition und legen noch ein Monster dazu, ne? Ja, so ein Wixi. Plan B heißt übrigens Pfad der Yangtze. Mhm. Den Atem lasse ich mal noch. Ja. Weil die Zeit, die er sich hier zum Aufbauen lässt, haben wir halt auch zum Aufbauen, so ist es nicht. Mhm. Nächster Bixi, den Waldjab auf der Hand. Ich sehe gerade, der Typ hat keinen MRT im Deck. Ganz schlimmer Fehler. Oh, stimmt. Ganz, ganz, ganz schlimmer Fehler. Und da liegt der Grund, warum es ein schlimmer Fehler ist. Schieben. Setz ich. Und sobald er ein Monster beschwört, geht's ab. Außer natürlich, dass ich noch eine Emptiness. Das Spannung. Ich könnte einen Tauti beschwören und mal reinrennen, probehalber. Ja, lass mal tun. Ist so, dass ich dafür opfere. Wenn eine Karte aktivieren will, soll er doch. Ne? Dann ist schon die Emptiness weg. Ja. Und er spielt... Er spielt. Abgrundhelden, Tatsache. Haken ist taut, die hat eine Stufe zu viel. Ja, wir können auch jetzt auf einen Yahtzee gehen. Ich sag dazu jetzt einfach mal nix. Aber ist relativ wurscht, wir haben noch die Felddominanz. Und je früher die Entine spielt, desto besser. Ich glaube, der Zug war jetzt nicht ganz so zu Ende gedacht. Kann das sein?
Ja, kann unter Umständen sein. Wir haben immer noch die Schnellsynchro. Ja. Wir werden auch nicht zögern, die auszupacken. Ne? Mhm. So eine Schnellsynchro auf einen Mondlichtrosendrachen, das kann dem Gegner durchaus schon mal in die, so dazwischen funken, ne? Ja. Shadow Mist! Ja, pass mal auf. Wir warten jetzt. Wenn da gleich der Maskenwechsel kommt, dann kommt aber instant die Schnellsynchro. Ja, dann direkt auf den Mondlichtrosendrachen und dann macht das Ding sofort wieder in die Biege. Zumindest sieht das der Plan vor. Richtig. Weil es der Plan so vorsieht, wird schief gehen. Ja, aber... Nicht die Karte, die ich erwartet hatte, aber egal, das geht auch. Aber man muss sich einen Plan machen, damit man etwas hat, was schief gehen kann. Ne? Mhm. An sich ist die Idee ja nicht schlecht. Und er wird jetzt auch 100 pro... Ach, der geht jetzt erstmal auf den Goliwächt, oder was? Ja, wir chillen hier mal noch. Wir können auch jederzeit zu viel synchronisieren. Ne? Und theoretisch ja. Praktisch. Ist das jetzt uncool? Ja, was ein Zufall. Hatten wir aber auch schon, deswegen... Okay. Der Haken ist, ich kann den Mondlichtrosendrachen nicht präventiv rufen, weil der wird sicher nicht so doof sein und dann in den Mondlichtrosendrachen den Goyo-Wächter holen. Ja und? Anders als wenn jetzt Malicious kommt, will ich auf jeden Fall den Mondlichtrosendrachen holen. Bescheuert? Achso, hallo, nee. Malicious ist Stufe 6! Achso, und somit über 5! Ja. Achso, oder wenn er... Okay. Ich dachte, es geht nur, wenn er beschworen wird, aber nee, gut, passt schon. Ja, dann holen wir Mondlicht. Kommt jetzt noch eine Emptiness. Malicious oder den solche verbreiten dann ins Deck zurück? Kann ich auf die Hand zurück, dann auf jeden Fall Malicious. Ja, wieso? Mit dem solchen verbreiten kann er jetzt noch Plays bringen. Ah, ne, Quatsch. Oh. Oder hat er schon den normalen Schwung gehabt? Nee. Echt nicht? Nee. Dann. Aber der Plague-Spreader wird verbannt, wenn ich ihn jetzt wähle. Stimmt. Müsste der jetzt eigentlich einen Abgang machen, also... Ja! Jo. Nix gibt's! Das hat funktioniert. Wie Sui immer sagt. Was? Sui sagt dann ja immer, das hat funktioniert. Sagt aber noch nicht lange, wann hat das angefangen? LOL! Warte, ist aber sein Zug, oder? Dein Zug, das bringt nichts. Und vor allem, jetzt wurde ein Monster der Stufe 5 spezial beschworen, oder? Ja, aber das gibt nur einmal pro Zug. Also nur einmal pro Zug, okay. Okay, es hat drei verschiedene Stufen auf dem Feld und Glückwunsch. Und nu? Was bringt ihm das Mall-Tech jetzt, wenn ich mal doof fragen darf? Wüsste ich auch gerne mal. Wie gesagt, war sein Zug. Wird ihm, glaube ich, gerade auch klar. Ich glaube, es ist ihm auch langsam klar geworden, dass er da gerade gefailt hat. Mhm. So, was haben wir denn noch? Wir haben einen Bixi und was haben wir noch? Wir haben noch einen Bixi. Und was noch? Wir haben den Atem. Wie viele Farben haben wir? Drei. Eins, zwei, drei, drei. Okay. Was haben wir noch außer dem Atem? Was hast du noch auf Bart der Hand? Hätte ich noch. Und was noch? Eine Bottomless. Okay. Und da wir zu wenig Farben, wir sowieso zu wenig Farben haben, wäre ich doch stark für den Pfad. Ja. Weil der einzige Effekt vom Atem, der jetzt was bringen würde, wäre die Nuke. Dann will ich dich wieder im Deck haben. Dich und... Du kommst auf den Friedhof wieder.
und kommst am Friedhof wieder. Nehme ich dich zurück. Du mischst natürlich drei Finsternis. Ja, mindestens zwei der Finsternis. Kommst da zurück. Gut. Hat der denn jetzt schon wieder? Hat der noch einen Moral Tag? Nee, der hat schon die ganze Zeit hier irgendwas. Der nächste Atem und Kräfteraum. Ja, Kräfteraum setzen wir erstmal. Das könnte schon mal helfen. Ich würde erstmal angreifen, dann irgendwas setzen. Ja. Und zwar greife ich, Moral Tag an, würde ich sagen. Nee, Quatsch. Diamond Dude greife ich an. Weil wenn Stufe 5er kommt, dann Mondlichtrosendrache. Aber wenn Stufe 4er kommt, wird's doof. Da, worauf ich hinaus will. Ja. Gut, dann triggern wir jetzt das Deep Risen. Oh, nicht mal. Hey, du weißt doch, für dich von Skills hab ich. Und ich hab deswegen hab ich's ehrlich gesagt, damit es nicht kam. Ja, und ich hab an der Stelle tatsächlich nicht auf einen Deep Risen predicted. Gut, also, Haken ist, er kann jetzt die Dingens hier, Schicksalsziehen aktivieren, damit nochmal zwei Karten, und zwar kostenlos. Ja, das ist das Dober, ein Schicksalsziehen mit Diamond Dude. Mhm. Skirin hebe ich natürlich auf, bis ich im Mondlichtrosendrachen-Effekt nicht mehr brauchen kann. Ja, und Malicious, der soll da schön selber zusehen, wie er den auf seinen Friedhof bekommt, ne? Mhm. Und wenn da noch ein Malicious kommt, ja, Mondlichtrosendrache. Ist schon eine gemeine Karte. Bloß fürchte ich gerade, wir werden nicht mehr übermäßig viel Zeit für die Deckbewertung haben. Wenn das so weitergeht. Mit dem Schaden hier. Aber Abgrundhelden Masked Hero Artifact. Fehlen bloß noch Hände. Und Trap Tricks. Was muss noch ein Schicksal sein? Jetzt bin ich verwirrt. Du bist nicht der Einzige. Ich meine, klar. Die Frage ist, bin ich verwirrt genug, um jetzt die Bottomless zu aktivieren? Nee, bin ich nicht. Ja, wenn er jetzt Malicious... Die Frage ist, was will er damit abwerfen? Nur für den Malicious? So. Nee, er kann jetzt Malicious in den Friedhof legen. Achso, kann er Pizza, sondern jetzt seinen Shadow Mist abgeworfen. Na, alles klar. Und mit dem Shadow Mist wird wieder was getriggert. Ja, okay. Gut, aber ich habe immer noch mutig Rosendrache. Ja. Und er hat immer noch drei verschiedene Stufen auf dem Feld. Sache ist, jetzt geht das... Wir müssen jetzt predicten. Oder wir müssen jetzt ein bisschen predicten, ne? Weil wir wissen, dass... Er ist sich völlig im Klaren, dass wir den Mondlicht-Rosendrachen haben. Das heißt, er wird versuchen, um den Mondlicht-Rosendrachen herumzuspielen. Das heißt, wir müssen predikten, wann er den uns aus der Nase ziehen will und dann nicht drauf reinfallen. Sondern stattdessen die Bottomless aktivieren. Genau. Klar, worauf ich hinaus will, oder? Weil die Bottomless kennt er nicht. Das ist der einzige Vorteil, den wir gerade haben. Ja, und Exi gut, die und Skill Drain. Denn sobald wir den Überbeals haben, hat er ein echtes Problem. Oh-oh. Uncool. Ich weiß, was jetzt kommt. Aber dafür will die Skill Drain noch nicht hergeben. Bottomless. Ja. Abhören. Wäre typisch. Wiretap in 3, 2, 1. Nee, die wäre jetzt schon gekommen. Wiretap wäre sofort gekommen. Mir jetzt irgendwie überhaupt nicht leid. Und ja, inwiefern glaubt ihr uns, dass das jetzt schadet? Wir spielen ein Yang Zing Deck. Außer als wäre hier die dritte. Ach, den Schieben holst du auch gleich noch. Der schadet ja nichts. Ja, Also wenn ich jetzt einen Pulao ziehe... Nee, Quatsch. Warte mal, klang jetzt gerade überhaupt nicht vielversprechend. Nee.
Wenn ich das jetzt richtig anstelle, kann ich einen Beals holen, der nicht nur von Fallen, sondern auch noch von Zaubern unberührt bleibt. Dann tu das. Müsste ich, glaube ich, mehr für opfern, als es im Endeffekt worth wäre. Läge Mondlicht Rosendrache nicht, wäre es kein Problem, aber der liegt halt nun mal. Ach so, weil du Giotto dafür aktivieren müsstest. Richtig. Nee, pass mal auf, was hast du jetzt noch alles auf der Hand? Nein, die Idee wäre einfach, dass ich statt Giotto, Shiven und Pulao benutze. Was hast du jetzt noch alles auf der Hand? Bixi und Shiven. Ich aktiviere jetzt einfach... Ich hole jetzt einfach den regulären Überwings. Bixi. Nee, gibt's nicht, weil ich zu viele Karten auf der Hand habe. Auf dem Feld. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst Giotto ja nicht aktivieren. Richtig. Ja, pass mal auf, wir gehen mal für Bixi und holen uns einen Katastor, der von Fallen unberührt bleibt. Wenn ihr mir sagt, wie das gehen soll? Ich habe zwei Empfänger auf dem Feld. Das, ja. Einfach angreifen? Moment. Warte, was hattest du? Du hast Bixi und was hast du noch an? Noch ein Yangtze? Schieben. Und zweimal Atem. Einfach so. Angreifen. Ja. Und einen Atem spielen. Bringt doch noch gar nichts. Ja, wieso? Du hast zwei. Ja gut, ich habe ja zwei Atem, also von daher. Wir lassen wir es mal dabei. Ihr Mann ist eher gerade in Zugzwang und nicht wir. Moment mal. Bielzeus hat Stufe 10, oder? Ja. Scheiße. Hast du dir so gedacht, ne? Wenn Shiven kein Tuner wäre, hätte ich sofort gesagt, lass mal für den ultimativen Bielzeus gehen. Nee, Bielzeus kann ich ohne Probleme rufen. Aber die Frage ist halt, welche Immunitäten will ich dem geben? Die Fallen wären halt schon nett. Warte mal, aber jetzt ist sowieso erstmal er dran, oder? Ja, jetzt ist er eher dran. Ich überlege mir schon mal für den nächsten Zug, damit ich nicht so viel Zeit verplemper. Bielzeus, lass mal noch bleiben. Ich will den Mondlicht-Rosendrache nicht wegschmeißen, solange wir dafür kein Monster mit Fallenimmunität bekommen. Richtig. Oder solange wir nicht die Kräfterauben aktivieren müssen. Ja, die Fallenimmunität ist einfach viel zu geil. Mhm. Vor allem gegen Backrow-Heavy-Decks. Plus Kräfteraub. Weil dagegen sind die auch immun. Will der jetzt den Schieben zerstören, dann sag ich danke. Machen wir noch eine Farbe im Friedhof. Und wenn er jetzt reinrennt, bitteschön. Dann liegt sein Viech im Angriffsmodus. Nein, ich meine, wenn er jetzt in den Mondlicht-Rosendrachen rennt und den Effekt von Malicious zu triggern, dann sag ich danke. Oh! Dem ist schon klar, dass der maskierte Held über Stufe 4 ist. Hoffentlich ist ihm das klar. Abgang. Wie kann er das vergessen haben? Achso, Mischus liegt im Friedhof. Und der Effekt vom Rosendrachen ist draußen. Ja, das war schon klar, dass er das triggern wollte, aber das Ding ist viel zu gefährlich, das musste weg. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte, den Effekt muss ich doch aktivieren. Oh! Er will das einfach zweimal machen. Moment, geht was? Wechselt du überhaupt zweimal pro Spielzug? Ja. Ja, klar. Nee, geht doch. Nicht. Doch. Oder? Steht, dass das nicht geht? Echt? Geht das nicht? Geht das? Es steht nichts davon, dass es nicht geht. Na, Tatsache. Wähle ein Heldmonster, bla bla bla. Ja, gut, aber jetzt. Dann würde ich mal sagen, verliert der Wert der Herr Darklaw gleich seinen Effekt. Weil Verbannung wäre jetzt uncool. Ja, Moment. Jetzt ist er mehr 2. Gucken wir erstmal, was hier so passiert. Ich kann dir sagen, was passiert. Ein Giotto wird gleich verbannt. Das passiert. Ja, wieso? Jetzt in diesem Zug mal noch nicht. Achso, Quatsch. Mein Fest 2. Ich bin so doof. Ja, ich sag ja mein Fest 2. In diesem Zug passiert nichts mehr. Zumindest nichts Weltbewegendes mehr. Ja, gut. Ist mir aufgefallen, dass Darklaw und Mondlicht Rosendrache exakt die gleichen Werte haben, von der Stufe abgesehen. Stimmt. Nein, Darklaw ist Finsternis. Ich sagte Werte.
nicht Eigenschaften. Stimmt. Werte sind Zahlen und davon gibt's drei. Kommt jetzt eine Exis-Beschwörung. Das wäre jetzt so random, dass ich schon wieder feiern würde. Das war jetzt aber mal die dritte, oder? Ja. Ah ne, jetzt kommt eine Rang 8 Synchro. Jetzt geht's los. Der Beals kommt. Aber ist mir scheißegal, ich habe immer noch Skill Drain. Mhm. Ja, meine Taktik ist, die warten jetzt ab, was passiert. Hoffen, dass wir... Nein, den letzten Satz streichst du. LOL. Uncool. Wurscht, aber uncool. Gar nicht mal so, weil wir jetzt Skill Drain nicht spielen können. Ja gut, jetzt müssen wir es halt anders machen. So, was haben wir jetzt alles? Ich könnte, wenn wir den Mondlichtrosendrachen opfern, einen Bielzeus rufen, der von Fallen unberührt ist. War wieder ja, das war's. Kriegst du den auch noch um 500 Attack gebufft? Nein, aber der hat 4000 Attack, Bielzeus. Achso, Bielzeus? Ja. Ja, dann lass mal so machen. Der einen Finsternisempfänger braucht. Irgendwie schon. Okay, dann Leo, der hat auch genug Attack. Ja. Wobei jetzt sogar die Frage ist, will ich wirklich? Ja, will ich. Wir haben nichts zu befürchten, der kann nicht als Ziel gewählt werden und ist von Fallen unberührt. Mhm. Mit anderen Worten, er ist auch von der Skillrain unberührt, die gleich Darklaw seine Kräfte nehmen wird. Seine Kräfte nehmen? Das klingt schon so episch. So. Ja, klang förmlicher als erhofft. Ja. Und? Jetzt Skillrain. Weil wir wollen die Auto wollen wir noch haben. Und mehr. So, zwei Monster, bitteschön. Statt keinem. Ja, und zwar hätten wir gerne... Weil ich will das Game jetzt mal finishen, deswegen hätten wir jetzt gerne ein Tauti. Und noch irgendwas anderes Lustiges. Warte, du hast ja den Atem, ne? Achso, wir haben eh viel zu wenig Farben. Was hast du? Gezogen? Zwangsweber. Ja, gut, dann. Bam, bam, bam. Jetzt kann ja eh nichts kommen. Ja gut, das hat er jetzt. Er hat nichts mehr. Gut. Müssen wir das Deck noch schnell bewerten. Ja. Und wir haben jetzt schon Überlänge. Dann bis gleich zu einer Tempobewertung. So, da sind wir wieder. Es heißt Yangtzing 2, weil ich schon ein Deck habe, das Yangtzing heißt. Also nicht wundern deswegen. Bevor ich großartig drauf eingehe, kurz unser Yangtzing-Deck, weil, wie ich ja bereits sagte, hat er sich an unserem orientiert. Wer sich also wundert, Tuga ist hier im Side-Deck, weil der ja offensichtlich nicht funktioniert. Ja, deswegen, weil wir jetzt nicht mehr viel Zeit haben, werden wir das jetzt so machen. Wir haben ja unser Yangtzing-Deck schon mal vorgestellt und wir haben seitdem auch nichts geändert, außer ein paar Kleinigkeiten, auf die wir mal gerade ganz kurz sagen. Wir haben den Pflanzer rausgepackt für eine dritte Schöpfung, weil wir festgestellt haben, dass der Pflanzer gar nicht mal so pralle ist und die Schöpfung dafür viel zu gut. Mond- und Rosendrache kam rein, genauso wie Sternstaub. Dafür flog der Phononenpulsdrache und Ktuga flog, weil, wie gesagt, funktioniert offenbar nicht. Sobald Ktuga funktioniert, wird er aber wieder drin landen. Also den haben wir nur zeitweise rausgetan, weil er im Moment halt nicht tut. So. Damit ist unser Yangtzing-Deck klar. Für die Erklärung oder für das genaue Profile bitte in der Duologie nachschauen. So. Dann gehen wir jetzt über die Änderungen drüber. Erstmal fehlt der MRT, was eine unglaublich schlechte Idee ist. Ja. Also kein MRT zu spielen, ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Das ist... Nee. Statt einem magischen Pflanzer, den wir rausgetan haben, kam ein zweiter rein. Was ich auch für keine so gute Idee halte. Nee. Zumal er hier Triple D Prison spielt. Wenn du schon zwei magische Pflanzer spielst, dann spiel doch die Kette. Eben. Weil die Kette liegt super leicht tot auf dem Feld rum. Oder ein Call. Noch besser. Oder ähnlich gut. Weil auch ein Call liegt gerne mal unnütz auf dem Feld rum.
Yangqing Brutalität ist eine Karte, die wir primär deswegen nicht beachtet haben, weil sie noch nicht gab, dass sie das Deck erstellt haben. Jetzt im Nachhinein, wo es die Karte gibt und ich das Deck betrachte, würde ich es aber immer noch nicht reintun. Ich meine, klar, es wird zerstört, es kommt ein neues, aber... Das ist den Hard Removal nicht wert, den ein schwarzes Loch hätte. Ein schwarzes Loch ist in Yangqing Deck übelst gemein, deswegen es ja drin ist. Ebenso wie der Torrential, der hier auch drin ist. Deswegen hier mal noch alle vier Staples gespielt werden. Ja. Die Pulaus reduziert für die Taotis. Ich gebe zu, dass ich mich nicht erinnern kann, Pulau jemals effektiv eingesetzt zu haben. Nichtsdestotrotz ist sein Effekt 100-mal gemeiner als der von Taoti. Und die Angriffskraft, auch wenn wir sie eben benutzt haben, ist mehr als zweitrangig. Ja, vor allem die Sache ist die, Taoti willst du nicht auf der Hand haben. Also normalerweise nicht. Wir hatten ihn jetzt zufälligerweise mal auf der Hand und was war, wir mussten ihn Tribut beschwören und... Naja, letztendlich war das auch nicht so toll. Also Taoti... Und weil man ja sowieso raussucht, langt der eine völlig. Ja. Also, man will den eigentlich wirklich nicht auf der Hand haben, deswegen ist der nur einmal drin bei uns. Und man hat sowieso viel zu viele Finsternismonster. Hab er jetzt auch gerade gesehen. Wir hatten drei Finsternismonster im Friedhof. Yangqing baut darauf, dass man viele Farben hat. Weil Jiaotu ist einfach zu böse, um den nur einmal oder zweimal zu spielen. Den brauchst du dreimal. Ja. Ihr seht, jetzt hat unser Gegner zwei Endwindes gekostet, um den wirklich aushebeln zu können. Und dann war er immer noch gefährlich. Und damit noch zwei andere Karten, die er verballern musste, um die Emptiness wieder loszuwerden. Und hätten wir einen MRT gehabt, wäre das Ganze sogar noch schneller gegangen. Aber den hat man nicht. Kurz was zwischen eingeworfen. Uns ist klar, dass es relativ schwierig ist, für uns das jetzt objektiv zu bewerten, weil wir unseres natürlich besser finden, weil wenn wir die Karten hier besser finden würden, die genommen hätten. Bloß ist halt so, dass ich jetzt, ohne mich selbst loben zu wollen, mal behaupten würde, dass wir vom Deckbau ganz gut was verstehen und schon einen Grund haben, warum wir das so gemacht haben. Eine der ersten Grundregeln ist halt MRT dreimal. Punkt aus Ende. In der aktuellen Meta, wo man drei Emptiness spielt, darf man auf den MRT nicht verzichten. Es ist scheißegal, wie viele Crush-Effekte man in den Monstern hat. Mal wir in diesem Deck gar keine Crush-Effekte in den Monstern haben. Mal ganz abgesehen davon. Also das Einzige, wo ich da eventuell noch mit mir reden lasse, obwohl selbst da, glaube ich, der Triple MRT gespielt wird, ist Shadow. Weil du da ein Monster hast, was Zauberfallenkarten zerstören kannst, dass du dir easy raussuchen kannst und das kaum annulliert werden kann, weil dieser Effekt auf dem Friedhof aktiviert wird. Das geht klar. Aber auch nur eventuell, da würde ich auch den MRT spielen drin. Ja, dass du ihn spielst, ist klar. Die Frage ist nur, kannst du es dir da erlauben, da du diesen Drachen, der das ja kann, dreimal spielst, kannst du es dir dann erlauben, auf nur einen einzigen MRT zu verzichten? Die Antwort ist meistens nein. Du kannst nicht genug Backrow zerschießen. Es gibt einen Grund, warum sehr viele Leute damals wie heute Staubtornado im Side-Deck spielen. Einfach um noch mehr Crush zu haben. Ja. Im Main-Deck würde ich ihn nicht spielen, aber egal. Das schweifen wir jetzt ab. Fakt ist jedenfalls, MRT ist zwar nur eine einzige Karte, / 3, die hier anders sind, erstmal alleine, aber eine unglaublich entscheidungsändernde ist halt. Ja. Also ich glaube, jetzt muss ich kurz das nochmal erwähnen, ich glaube auch damals in Mermaid hast du dreimal MRT gespielt, obwohl du da den Marksman hattest, der Karten zerschießen konnte. Mhm, gut, Mermaid ist schon seit einer Weile aus der Meta draußen, aber stimmt eigentlich auch. Ja, also wie der eine das mal gesagt hat, als er Mermaid Deck Profile gemacht hat, you can never pop enough back row. So. Davon abgesehen, die drei Deep Prisons sind zwar ein Hard Removal, aber was machen Deep Prisons hauptsächlich? Angriffe abfangen. Wieso sollte ich einen Angriff abfangen wollen? Ich krieg ein neues Monster. Da die drei Karten verbauen andere Hard Removals. Wie halt gerade zum Beispiel sowas wie Schwarzes Loch, die in diesem Deck besser sind. Glaub's mir einfach. Also wenn du schon Fallen spielen willst, pack doch eine Vanity rein. Kann dem Gegner wunderbar auf den Senkel gehen. Gut zugegeben, kann es dir auch. Aber, ne? Okay, noch kurz bevor ich die Bewertung loslasse, weil wir haben schon wieder Überlänge, wie sonst extra was. Extra Deck müssen wir jetzt noch kurz. Richtig. Was ist anders? Anders Glühender Rotdrachenärzt und der Weltler. Egal. Ist jetzt nicht. Punkt. Also, was hat er anders gemacht? Er hat einen glühenden Rotdrachenärzt und der Weltler und einen Crimson Blader drin, dafür rausgeflogen, ist unser Herold des Bogenlichts und die Nebelraupe. So. Klar, an sich sind sowohl Crimson Blader als auch der Rotdrachen Erzner-Welter keine schlechten Karten.
Haken ist halt der Grund, warum wir den Herold und die Nebelraupe drin haben. Ist hauptsächlich Coverage, damit wir wirklich jede Stufe abgedeckt haben. Wir hätten gerade eben zum Beispiel einen ganz wunderbaren Stufe 4er herholen können. Hat man aber nicht. Ja, und ich meine, ein Herold des Bogenlichts, der von Fallen unberührt bleibt, klar, viel macht er nicht, aber ein bisschen auf den Senkel geht er schon. Und ja, in Stufe 11er wünscht man sich teilweise auch, hier, gut, die Nebelraupe hätten wir vorher nicht rufen können, das muss ich zugeben, weil wir nicht zwei Nichtempfänger hatten, zugegeben, aber trotzdem. Außerdem ballern sie drei Karten auf die Hand zurück, hallo? Bis zu drei Karten, man kann ja auswählen. Und bis zu, das heißt, es kann nicht nach hinten losgehen. Ja, hat es einfach viel zu gut. Gut, genug gemotzt. Für ein starkes Thema, das allerdings verbesserungswürdig umgesetzt ist, würde ich mal sagen, kriegt das Deck 11 Punkte. Jo. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr euch an unseren Decks orientiert. Dafür machen wir die Duel-Dugin, ja. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr sagt, ich möchte was ändern. Weil wir sind auch nicht perfekt. Aber wenn ihr was ändert, dann soll es halt doch schon zum Besseren sein. Ich meine, sicher hat er sich irgendwas dabei überlegt, sonst hätte er das nicht gemacht. Aber wir gehen halt auch auf etliche Karten explizit ein. Und ich weiß nicht, ob wir schon im Deckprofile gesagt haben, dass der Pflanzer auf der Kippe steht. Aber gerade sowas wie, wenn wir schon eine Karte nur einmal spielen, hat das einen Grund. Gut, aber jetzt wirklich genug gemotzt. Wenn ihr uns eure Decks schicken wollt, dann wird im Infovideo alles erklärt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.